Hallo Leute und willkommen zurück bei Harvest Moon und es ist 12 Uhr mittags und er hat fast hier mir in der Batterie eingeschaltet. Das ist nicht gut. Wir haben so ein Ding. Das nehmen wir auch mit. Und ja, warum? Der Regen tut, glaube ich, dem Emulator nicht gut. Gut. Dann. Was tun wir noch? Was können wir noch tun? Wir können noch die verkaufen die Dinger. Gegossen ist eh alles, sehr schön. Und haben wir noch Unkraut, nicht in der näheren Umgebung. Gut, da es nichts mehr zu tun gibt, rein da sowieso schon erschöpft auch leicht ist. Abschie nochmal hochheben. Mal schauen, was gibt's da? Wetterbericht, wie schaut's mal aus? Machen wir das auch nichts, sehr schön. Dann am Kalender, wann haben wir den nächsten Termin? 8. Tag des Frühlings. Es findet das Fest der Frühlingsgöttin statt. Interessant. Was haben wir hier? Gib Mädchen Kekse, um ihnen deine Zuneigung zu zeigen. Verdammt, ich hab bis zum 14. garantiert keine Kekse. Und was ist da am 18. Tag des Frühlings? Auf dem findet das Pferderennen statt. Interessant, Pferderennen. Auf dem Rosenplatz findet das Kochfest statt. Interessante Feste haben wir. Aber dann, wir gehen jetzt schlafen. Neuer Tag, neues Glück. Komm, Hachi, wir gehen raus. Da es jetzt nicht mehr regnet, darf Hachi mal wieder raus. Und wir müssen, da es nicht regnet, auch gießen und noch mehr gießen. Wusch, gut genug. Hier genug gegossen. Jetzt Gieß. Sehr schön. Dann als nächstes, genau da lang. Als allererstes. Wie war das denn? Ohrquatzel. Einpacken. Der später. Einpacken und das nehmen wir auch mit. Sehr schön. Und das Popuri und keine Ahnung, N glaube ich heißt sie. Wenn ich mich täusche. Ich hoffe mein Mikro ist richtig. Gut, platziert. Okay, dann verkaufen und noch mehr verkaufen. Ja. Ich hoffe, ich halte das Spiel spannend genug. Ja, es ist eigentlich beim Spiel jeden Tag so ziemlich das Gleiche zum Erledigen. Ich hoffe, es wird, ich denke, ihr findet es spannend genug. Ich hoffe, ihr findet es spannend genug. Ich versuche es auch so spannend wie möglich zu gestalten. Und mal schauen wir weiter. Ab ins Dorf. Es ist jetzt, gestern haben wir hier die Axt abgegeben. Das heißt, es ist jetzt gleich der erste Tag, an dem die Schmiede daran arbeitet. Und am dritten Tag können wir sie uns dann abholen. Ich werde einfach mal am Montag auch, denke ich, vorbeischauen. So, also jetzt gehen wir aber jetzt da rein. Ja, was machen wir dann noch? Jetzt wieder zu mir. Oh, hallo, bist du gekommen, um ein Buch zu lesen? Genau. Ich versuche jeden Tag Zeit zum Lesen zu finden, aber ich habe immer noch nicht alle Bücher gelesen. Ich weiß ja noch alles über die Bücher, die Papa geschrieben hat, weil er mir alles was erzählt hat. Ja. Das ist ein handgemachtes Buch. Sieht wie ein Roman von Mary aus. Ich will lesen! Und
diesem Moment begriff Mara kurz vor dieser Sache in ihrer ganzen Tragweite. Scheint eine geheimnisvolle Geschichte zu sein. Im Inneren des UFOs lag ein seltsam aussehendes Geschöpf auf einer Art Tisch. Vielleicht ist es ein Science Fiction. Unser Shinichi Izumi scheint als der Mara kurz vor nun doch nicht der Held. Okay, dann gehen wir ein bisschen wieder raus. Aber nicht lange, denn wir gehen gleich wieder rein. Denn wir wollen ja schließlich. Moment, jetzt rede ich noch mit dir. Mal schauen, was sie sagt. Morgen ist das Fest der Frühlingsgöttin. Ich freue mich riesig darauf. Um Verabredung bitten. Tut mir leid, ich glaube, ich habe schon jemand anderem versprochen. Nein, hast du nicht, aber ist egal, du bekommst trotzdem ein Geschenk von mir. Und danke dir, Ara. Darf ich das wirklich behalten? Ja, darfst du. Schade, sie kommen. Und dass sie morgen nicht mit mir zum Fest der Frühlingsgöttin, aber das ist im ersten Jahr, glaube ich, einfach gar nicht möglich. Auch wenn man ja, ich habe ja auch so am ersten Tag immer etwas geschenkt, das hilft. Und wer bist du? Mami, das ist meine Mami. Nein, das ist nicht meine Mami. Oh, hallo, vielleicht sollte ich gar nicht darüber reden, aber seit meine Tochter das Dorf verlassen hat, bringt sich Druck, mein Mann, jede Nacht in den Schlaf. Woah, yeah, der Typ hat's drauf. Okay, das war nicht meine Mami. Aber die Frauen, ja, die schauen ja alle nicht. Keine Ahnung, was tun. Ich könnte noch so ein Kraut verkaufen, so ein Blaues. Oder wir gehen graben. Gehen wir graben wieder. Graben. Nein, nicht gießen. Graben. Brauchen wir nicht. Weg damit. Und Gold. Und noch mehr Gold. Oder Geld. Keine Ahnung. Und da ist die Leiter nach unten. Mal schauen, ob wir hier... Mann, den Dreck brauchen wir nicht. Und hier ist die Leiter. Weiter nach unten. Das ist wichtig. Am Anfang hat man noch oft Schwierigkeiten mit dem Geld verdienen. Weil es eine Weile dauert, bis was Vernünftiges wächst. Und am besten grabt man dann hier etwas rum. Wenn man Zeit dafür hat, wenn man die Zeit hat und sonst nichts zu tun hat. Denn durch das Graben hier mit unser kleiner Charakter Tom. Nein, das war ein Silber, verdammt, das hätte ich aufgehalten sollen. Das hätte ich verkaufen können. Egal, dann haben wir noch eins. Gehen wir weiter runter, vielleicht finden wir was noch besseres. Gold vielleicht. Und ihr seht, er wird schon etwas fertig. Er wird schon erschöpft. Und immer weiter runter. Und wenn er vor Erschöpfung zusammenbricht. Das will ich euch nicht zeigen, denn das habe ich nicht unbedingt vor. Es ist soweit kommen zu lassen. Nein, das brauchen wir nicht. Billigmetall. Oh Gold! Das tausche ich mit einem Silber aus und ein Silber haben wir dafür weg. Denn ich glaube, ich komme noch. Grafik brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Weg damit. Wo könnte hier der Untergang sein? Hier vielleicht. Nein, noch mehr von den Zeugs. Oh, er ist erschöpft. Ah, ein Gold. Dann bin ich zufrieden. Mit zwei Golddingen. Und einem Silberding. Das gibt jetzt das Geld wieder. Mal schauen, wie viel Geld wir dafür bekommen. So, einfach reinhauen alles. Alles reinhauen. Gut, und dann... Morgen ist das komische Fest. Der Frühlingsgöttin. Aber bevor wir schlafen gehen, noch wieder eine wichtige Sache. Den Wetterbericht. Es ist schön. Morgen schön, sagt der Wetterbericht. Also gehen wir schlafen. Um 12 Uhr mittags. Gut, heute ist das Frühlingsfest und mal schauen, ob uns gleich wer voll erwartet. Nein. Ja, was? Ich hab nur wie zur Hölle
Verdammte Scheiße, ich hab gerade eine Gurke ruiniert. Verdammt, Leute. Egal, kann man nichts machen. Kann man wirklich nichts machen. So kann man sich verhauen. Aber egal, was soll's. Ein schönes Feld verhaut, das war dumm. Das war wirklich dumm, Leute. Okay, gut, ich glaube, heute kann ich hier nichts schenken, aber ich kann trotzdem Sachen heute in die Mülltonne, in die Tonne werfen. Auch wenn es heute nicht abgelöst, wie viel Geld haben wir jetzt überhaupt? 630, naja. Könnte besser gehen. So, rein damit dir. Und du kommst auch mit. Gut. So. So. Gut, damit können wir nichts anfangen. Kaufen. Verkaufen wir und das verkaufen wir auch. Tada, was ist Sache mit dem Geld? Wenn man erstmal eine Ernte hat, dann kommt ihr schneller das Geld rein. Dum, dup, dum, dup, dum, dup. Und runter zum Dorfplatz. Zum Dorfplatz. Schild, wo ist der Dorfplatz? Nordteil des Westdorf, Süddorf. Gehen wir zum Süddorf. Ich glaube, von dort aus kommen wir auf den Dorfplatz. Da lang. Ja, wir sind auf dem Dorfplatz. Hallo, wir bereiten das Fest der Frühlingsgötter vor. Es beginnt hier um 10 Uhr. Komm doch dann noch einmal vorbei, wenn du Zeit hast. Okay, Typi, die 10 Minuten, als wäre es nicht scheißegal gewesen, ob ich jetzt hier vor dem Platz warte oder ob ich am Platz warte, Mann, der Typ ist wirklich nervig. Auf jeden Fall, hier, schaut, Mary. Diese knappen Unterkleidung ist mir peinlich, aber es ist eine gute Gelegenheit, sich mit örtlichen Bräuchen vertraut zu machen. Was sagen Mami dazu? Ihr sieht so süß aus. Mary sieht auch toll aus. Und was sagt Papa dazu? Wunderbar, alte Traditionen mit diese verschwinden in den anderen Zeugnern. Seht ihr gar nicht hier? Ja, das ist ja Eddie. Hallo Eddie! Ich bin nervös, alle scheinen auf mich zu schauen. Nö, ich nicht. Ich schau Mary. Gott, hilf mir an! Ich bin in ihr! Oh, es ist ihm ja egal. Bürgermeister, fangen wir mit dem beschwerten Tanzes. Hallo Trummel, was sollen wir anfangen? Ja klar! Los, tanz. Ja, da seht ihr die 5 Mädels tanzen. Und hinten ganz links Mary. Und damit, ja. Gut, damit ist der Sonntag vorbei. Wir schauen uns noch. Der Sonntag schon so gut wie vorbei. Und ach du verdammte Scheiße, es regnet morgen, oder? Das heißt kein Gießen für mich. Kein Gießen notwendig. Wieder mal. Das heißt, es wird wieder langweilig. Und wo ist Hachi? Komm her, Hachi! Hachi! Da bist du ja. Und rein, mit rein. Im Regen draußen lassen ist nicht gut. Nicht. Und schlafen und... Ich
Machen wir einen Speichern. Nom 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 nom. Und ihr hört es, es regnet. Gut, gut, gut. Das heißt, wir brauchen nicht gießen. Das spart uns wieder Zeit. Ja, ich hab das eine von der Grüne hier, ich bin drin. Egal. Gestern haben wir nicht bekommen. Obwohl Sachen, die dann geworfen haben. Weil der Typ gestern nicht da war wegen dem Fest. Gut, 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 gut. Wir haben noch. Genau, wir haben noch eins. Ab in den Rucksack und du kommst auch noch mit. So, bist du. Nein! Verdammt! Und Verschwendung! Ist das Scheiße! Ich hasse Verschwendung. Alles verkaufen. Was wir verkaufen können. Nein, das brauchen wir noch. Und weg damit. Und nochmal zurück. Das andere Ballkraut können wir nämlich verkaufen. Denn wir haben von gestern noch eins in unseren Rucksack. Gut, 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 gut. Lauf, lauf. Und rein in die Tonne. Gut, und auf in Richtung Dorf. Manch wird die Schmiede auf heute. Und da werde ich heute mal hinschauen. Von 10 bis 16 Uhr. Sehr schön. Gut, es ist jetzt 9 Uhr. Wo 10. Was machen wir bis 10 Uhr? Wir können hier im Regen rumstehen. Wir können auch Mami und Papi besuchen. Und aber es ist verschlossen. Verdammt, wir wollen mich nicht sehen. Was tun? Vor dem Kreis rumrennen. Ja. Ich mach wirklich manchmal Scheiße. Wie? Nein, es ist Montag! Mach die Tür auf! Mary! Oh, hallo Tomoya, ich kann nicht zum Berg gehen, weil es regnet. Aber die Bücherei hat auch zu. Schade, aber hier trotzdem ein Geschenk für dich. Oh, danke dir, aber darf ich das wirklich behalten? Ja, darfst du. Selbst wenn die Bücherei offen wäre, glaube ich nicht, dass jemand käme. Doch, ich komme jeden Tag. Auch wenn es regnet. Ob es regnet oder schneit. Ich bin jederzeit bereit. In der Bücherei, was auch immer. Ich wollte aufhören, irgendwelchen Scheiß da zu reden. Ach, verdammt. Zurück. Wir wollen noch zum Schmied schauen, ob er mit unserer Axt schon fertig ist. Oder ob er noch einen Tag braucht. Altopi, wie schaut's aus? Hey, dein Werkstatt ist fertig. Nun, was meinst du? Ja! Cool, Axt. Eine Bronze-Axt. Gut. Damit können wir jetzt, den Rest des Tages immer effizient nutzen, sehr effizient. Denn wir brauchen jedes Holz kann wertvoll sein. Jeden Klumpen Holz können wir gebrauchen. Und da ist schon unser erstes Opfer. Und aufladen. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechsmal draufhauen. Und das gleiche auch nochmal. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. Ah, hat das erste Mal nicht gezählt. Gut. Es ist 12 Uhr mittags und einmal und zweimal. Dreimal, viermal, fünfmal und sechsmal.
Mars Session. Session, Session, Session! Mia, Holtz, für mich. Ja, was soll ich viel erzählen? Wir hatten Holtz. Da wir es für die Erweiterung von Hühnerstallhausen zu brauchen. Denn wir brauchen ein erweitertes Haus, damit unsere Frau dann einziehen kann. Und das will ich bis zum Winter schaffen, wenn möglich. Ich versuche es halt auf jeden Fall. Dafür müssen wir kräftig arbeiten, Geld verdienen und außerdem Holz hacken und noch mehr Holz hacken machen. Ich werde jedenfalls im Sommer halt auf jeden Fall mehr Felder da machen. Vielleicht sogar schon im Frühling noch. Eine werde ich garantiert noch dazu machen. So, den machen wir jetzt noch fertig. 3, 4, 5 und 6 mal. Und da ist auch noch ein Bäumchen. Und Bams. Bams. Oh, jetzt schon ganz müde. Den hatten wir noch wieder. Und dann gehen wir besser schlafen. Sehr schön. Nein, das ist nicht gut. Denn wenn er das mag, weil er kann auch verschlafen, nämlich. Das ist nämlich nicht gut, wenn er verschläft. Wir haben 103 Holz. Wir brauchen 450. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viel Arbeit das wird. Dann haben wir erst einmal den Hühnerstall. Das hat schon von der Tür weg. Mal schauen, wie wird das Wetter morgen. Noch mehr Regen, wenn ich das... Wenn man das in den Vorhinein wüsste, könnte man den Schmied schon die Gießkanne zum Erwarten geben, aber... Moment. Ja, die Zeit läuft auch schon so langsam wieder ab und er hat verschlafen, was für mich nicht unbedingt schlecht ist. Auf jeden Fall, Leute, beende ich jetzt diesen Part und beim nächsten Mal, das dann, weiter, froh und munter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.